Willkommen zurück bei unserer dreiteiligen Videoserie alles zum Thema Körper, Geist und Seele. Mit unserem Gast, den Robert, der ist hier in unserer Bude und wir sind jetzt bereit für ein kleines Interview. Heute mit dem Thema, zweiter Teil, Geist und Mindset. Und Robert, da frage ich dich einfach direkt mal, was ist denn für dich ein positives Mindset? Ja, wie der Name schon sagt, ne? Also wenn man nicht positiv hier im Schädel ist, dann braucht man sich auch nicht wundern, warum sein Leben auch nicht so positiv abläuft, weil der Geist, das Mindset macht eigentlich schon 90% vom Leben aus. Ne? Gibt ja zum Beispiel Leute, die im Rollstuhl sitzen, ja, die auch hier lebend sind und so, ja, die halt von der Genetik oder vom Unfall oder so im Leben eigentlich gar nicht dafür können, aber die übelste Geistriesen sind, die sprechen mehrere Sprachen. Die haben geile Dinge in der Welt erfunden, Firmen gegründet. Ne? Das macht man ja alles über den Geist. Ja? Und wichtig ist auf jeden Fall, je nachdem, was man für ein Typ ist, für ein Mensch ist, was für eine Seele ist. Ja, ich beschäftige mich auch mit vielen spirituellen Dingen, mit vielen karmischen Dingen. Ich beschäftige mich mit vielen Seelenplänen und so. Ja? Ich weiß, dass nicht alles im Leben Zufall ist. Ja? Ich bin auch ein lebendiges Beispiel dafür. Und bin immer wieder an den Punkt gekommen, wenn der Geist nicht gesund ist, ist auch dein Körper nicht gesund und aber auch umgekehrt. Ja? Und ich bin auch mal ein großer Fan vom Basensäurehaushalt. Ja? Und der Körper nützt dir nichts, wenn er basisch ist, aber du gleichzeitig nur negativ denkst. Ja? Dann wird die Ernährung kaum was bringen. Dann wird dein grüner Smoothie, deine vegane Ernährung wird kaum was bringen, wenn du Depression hast. Ja? So. Von daher ist der Geist und positives Mindset, das ist alles für mich. Also das ist, der Tag muss positiv beginnen, der Tag muss positiv enden. Ne? Das Leben muss ein positiver Energieflow sein. Ja. Würdest du also auch sagen, dass wenn der allein der Geist schon die Nahrung ablehnt, dass dann auch der Körper mitzieht und das auch ablehnt? Also dass man sozusagen, wie reagiert ein negativer Gedanke auf gesunde Nahrung? Naja, das ist genauso wie beim Thema. Nehmen wir mal das Thema Hypnose, was ja zurzeit auch sehr gehypt wird. Ja. Da gibt es hier Schichten, dass wirklich richtig gute erfahrene Hypnose-Therapeuten, auch wie so Alexander Habermann und so, die extrem bekannt sind im Social Media Game, ne, die behandeln Leute mit, die sprechen 3-4 Minuten mit Menschen, die 30, 40 Jahre lang ohne Scheiß so eine Höhenangst hatten, die sie nicht mehr auf den Stuhl stellen konnten, geschweige irgendwo in der Natur wandern. Ja, und jeder Mensch hat irgendwelche Ängste, egal wie es sich anfühlt. Ängste haben sind schlimm. Ja, Ängste bestimmen unser ganzes Leben. Und er hat ein paar Minuten mit denen geredet und die Angst war für immer weg. Ja, und wenn man darüber nachdenkt, weil der hat sie einfach von den Gedanken befreit. Ja, und dieser, wenn du dich nicht mehr mit so doll mit diesen Gedanken befasst und den Gedanken loslässt, ja, dann ist er ja weg, dann ist er energiefrei. Klingt natürlich einfach. Ja. Aber deswegen kann nur aus Erfahrung sprechen, dass ich schon mal so krank war und halt, ich habe 5 Jahre in einem spirituellen Heilzentrum gelebt und da war zum Beispiel so, da wurde ich so darauf getrimmt, das klingt zwar jetzt ein bisschen komisch, aber das war wirklich so, ich wurde echt gezwungen, positiv zu denken und jeder Gedanke muss Freude sein und auch wirklich fake it until you make it. Das positive, freudige Lebensgefühl kommt erst, wenn du dahin denkst. Auch wenn es sich noch nicht mal so anfühlt. Immer an Freude denken. Du atmest Freude ein in jedem Moment und du strahlst Freude aus in jedem Moment. Einfach an Freude, denn jeder Gedanke ist Freude. Auch wenn die Angst kommt, weil es gibt ja immer, wie beim Teufelchen und Engelchen, das haben wir ja beide, wir haben ja immer Gut und Böse, das Leben ist ja polar, wir haben immer beides in uns. Ne? Aber jeder Mensch will eigentlich, auch wenn es viel Krieg auf der Erde gibt, aber jeder Mensch hat in sich immer was Positives zum Ausdruck zu bringen. Ja? Und das überwindet auch gleichzeitig auch viele Ängste und so, wenn man immer in Freude ist. Und spätestens nach 3 Tagen garantiere ich dir, allerspätestens nach einem 21-Tages-Prozess, wo sich das Gehirn und alle Zellen auf alle Gedanken eingestellt haben, dass das Gefühl kommt. Ja? Du kannst dich scheiße ernähren, kannst trotzdem gesund sein, weil du ganz viel mit positiven Gedanken Energie frei machst. Richtig geile Energie. Und ich habe mich auch die Erfahrung gemacht, mich wirklich von vielen Rheumaschmerzen dadurch zu befreien. Also mindestens 50% hat es damals, dass ich versucht, das positive Mindset
hat mich auch stark geheilt. Aber ich bin auch schnell wieder zurückgefallen, weil wenn man immer oben ist, heißt es nicht mal, dass man oben bleibt, man kann auch ganz schnell wieder runterkommen, ja, von seinem. Aber das kommen wir noch in einem anderen Video dazu, zum Thema Seele, zum Thema Spirit, also Körper, Geist und Seele, war bei mir der generelle Schlüssel, in allem die Mitte zu finden, aber in dem Video geht es ja um Geist. Aber ja. Hast du Tipps und Tricks, wie du jetzt zum Beispiel so ein positives Mindset kurzfristig bekommst? Also ich meine, wir kennen das ja alle, du stehst auf und irgendwie läuft es halt nicht so, du bist halt nicht so gut drauf, ne? Also kennt ja jeder Mensch irgendwo. Ja. Und was du ja faktisch sagst, ist, dass du quasi dir selbst verpflichtest, also du verpflichtest dich selbst quasi, dich dazu zu bringen, darauf positiv zu denken, weil ganz ehrlich, uns geht es hier so gut, warum nicht? Also ist es so, ja, oder? Ja. Aber wie machst du das? Ich meine, man kennt von der Birkenbiel dieses 2 Minuten Lächeln, dass du sozusagen den Körper dazu bringst und dann kommt, hast du noch irgendwelche anderen Tricks, die ich jetzt, keine Ahnung, wenn ich morgens merke, ich bin jetzt so gut drauf, die ich machen kann? Ja, also ich mache zum Beispiel auch jeden Morgen, bevor ich stehe, der Wecker klingelt, ich stehe auf, ich trinke erstmal einen halben Liter stilles Wasser, was nicht zu kalt ist. Ja, das bringt sofort den Stoffwechsel in Bewegung. Den ersten richtigen Toilettengang, weil wie gesagt, der Geist bedingt auch den Körper umgedreht. Ja, das muss alles sofort in Gang kommen. Ja, ich stehe sofort auf in meinem Schlafzimmer aus dem Bett und stelle mich vorm Spiegel, mache Namaste, gucke mir ganz tief in die Augen und stelle mich echt so, wie auch von Christian Bischoff, das ist sehr, sehr cool übrigens. Ja. Das haben wir aber früher in dem Zentrum auch schon gemacht, dass man wirklich sich hinstellt und sich selber direkt in die Augen guckt, am besten nackt, wirklich nackt und sage, ich bin ein Geschenk für die Welt. Und dann gehst du mit einem ganz anderen ausgerichteten Mindset schon durch den Tag, egal wie schlecht du geträumt hast, du bist ganz anders sofort ausgerechnet und wie ich vorhin gesagt habe, das bedingt schon 50%, ja. Aber mir sind eure Erfahrungen mindestens genauso wichtig. Deswegen gebe ich mein Wort jetzt gerne weiter. Das ist schon so, ne? Diese Tage kennt man, wenn du hast das Gefühl, dass wenn du gut drauf bist, da kann nichts schief gehen. Weil jeder merkt auch schon, also allein so ein Streitgespräch kann gar nicht funktionieren, weil du bist so gut gelaunt. Es kann immer nur dann angepisst sein, weil du eben so gut gelaunt bist und eher nett. Und selbst dann, es macht dir nichts aus und du hilfst dem anderen Menschen damit auch nur. Also dieses Gefühl, mir geht's gut, ich habe volle Energie, wenn du damit in den Tag reingehst, dann klappt einfach alles. Ich glaube, das kennt jeder, ne? Dann klappen die Gespräche, dann fliegen einem plötzlich Geld zu, Ergebnisse zu, Ideen zu und das ist krass. Was sind eure Tipps und Tricks, um ein positives Mindset zu erhalten? Wie geht ihr daran? Was sind eure Top 5 oder hast du die gesehen? Das Top-Ding, was eigentlich vor allem früher richtig gut funktioniert hat, jetzt mittlerweile haben wir es ein bisschen gekürzt und ich muss ganz ehrlich sagen, das gefällt mir momentan noch nicht so gut. Muss ich ganz ehrlich sagen, muss ich vielleicht was verbessern. Wir haben früher 2 Stunden meditiert. Ja. 4 Uhr morgens aufgestanden, 2 Stunden meditiert und Meditation hat so funktioniert, du hast 14 Minuten gebraucht, um in diesen Alpha-Zustand zu kommen. Das heißt, du hast 14 oder 40? 40. Das geht auch nicht so lang. Ja. Und dann hast du quasi wirklich das Unterbewusstsein anzacken können. Ich drücke es einfach mal so aus. Joe Spencer hat da richtig coole Sachen drüber geschrieben, kann man sich mal mit beschäftigen. Und mit Seminar gehen. Oder aufs Seminar gehen, weil danach haben wir das nämlich umgesetzt. Wenn du diese 14 Minuten rum hast, du kannst es auch in 20 Minuten schaffen, aber ich brauche wirklich so lang, bis ich keine Gedanken mehr im Kopf habe. Das ist das Ziel. Also du achtest 14 Minuten auf jede Zelle deines Körpers und irgendwann bist du in diesem Status, dass du sagst, okay, jetzt versuche ich eine positive Emotion in mir auszulösen. Und das kannst du wirklich machen. Also du kannst nur mit deiner reinen Gedankenkraft, ohne irgendwelche Affirmationen, tatsächlich eine positive Emotion richtig, richtig stark in diesem Zustand auslösen. Das klingt jetzt total abgespaced, das ist eigentlich gar nicht, das fühlt sich eigentlich relativ... Ist normal. Ja. Das ist unsere Natur, das ist richtig. Positivität und nicht Krieg oder so. Das ist unsere Natur. Ganz genau. Das ist für mich das Beste gewesen. Kostet allerdings viel Zeit. 2 Stunden, 4 Uhr morgens. Es funktioniert sehr gut 4 Uhr morgens. Das hat einen Grund, warum du das geht vielleicht hast. Auch schneller, wenn man es ein bisschen übt. Das kann oder mit technischen Hilfsmitteln. Ich habe letztens auch was Geiles gesehen, dass die Leute quasi kritisiert wurden, die Leute, die 2 Stunden meditieren. Ganz ehrlich, mach es lieber gescheit, anstatt dich lang dahin zu setzen und nutze ein paar technische Hilfsmittel, damit du der Welt in den 2 Stunden, die du da quasi am Tag dafür verschwendest,
klingt ein bisschen hart, lieber in Arbeit reinsteckst. So wurde das in diesem Beitrag kritisch betrachtet. Ist irgendwo ein bisschen was Wahres dran, weil 2 Stunden ist schon lang. Da kommt drauf an, wie du, also zum Beispiel ich, bei unserem nächsten Video mehr mit Spirit und Seele, aber zum Thema Meditation, also meiner Erfahrung, kommt darauf an, wie du das siehst. Ich zum Beispiel, ich meditiere auch immer zumindest 2 Stunden am Tag, also mindestens. Und mein Start in den Tag ist die Meditation. Ja, also was ich vorhin gesagt habe, dem Namaste und ich bin ein Geschenk für die Welt, dann gehe ich auf Toilette und danach meditiere ich erstmal 2 Stunden am Stück, wenn man die Zeit hat. Ja. Ich habe über Meditation natürlich super geiles, da bist du automatisch viel positiver, musst aber auch dahin atmen, geht darum, auch bei der Meditation, ist auch ein super geiler, also für mich der Hauptschlüssel gewesen, auch was meine Heilung angeht, was mein Weg angeht, wirklich mehr zu seinem inneren Kern zu kommen, sich mehr mit seiner Seele oder nennst dein Herzensprojekt zu verbinden, ja. Und die Zeit, die du investierst, die sparst du ja so krass ein, weil du, wie gesagt, du bist mit allem im Leben viel besser verbunden. Du weißt viel mehr, was du willst im Leben. Ja? Und du hast so viel Energie durch Meditation, musst du nicht jeden Tag 2 Stunden meditieren, aber ich will nur als Beispiel mal sagen, ich kann sich ja kaum mehr vorstellen, dass ich mal im Rollstuhl war und mir nicht mal die Zähne putzen konnte. Und ich habe durch Meditation so viel Heilung erfahren, dass ich, das war damals noch, bevor ich in dem Zentrum war, so viel Heilung erfahren habe, dass ich mein altes Leben komplett wieder leben konnte. Also ich konnte wieder innerhalb von ein paar Monaten selber Auto fahren, habe eine eigene Wohnung gehabt, konnte wieder arbeiten gehen, auf dem Bau für über 40 Stunden arbeiten. Ich habe 5-mal die Woche Kraftsport gemacht, obwohl ich vorher im Rollstuhl war, alles über Körper, Geist und Seele. Aber damals war mein Schlüssel wirklich Meditation, auch hörbare, also geführte Meditationen, sich anzuhören, die mit Energie aufgeladen sind. Ja? Das ist genau der Punkt. Und da, das war der Punkt. Deswegen ist für mich die Sache, okay, wenn du, wie in meinem Fall, bei Rheuma, bei Gelenksachen, ist halt das Hauptproblem die fehlende Energie. Auch bei Allergien ist das Hauptproblem die fehlende Energie. Ja? Das, wenn du deine Lebensenergie erhöhst, hast du automatisch kurbelst du deine Selbstheilungskräfte so stark an, dass richtig Krankheiten unterstützend verschwinden können. Ja, aber du musst wie so ein, also ich bin in meinem Fall, ich muss immer so denken wie so ein Cristiano Ronaldo oder Messi, ich muss mein Level halten. Form halten, Form verbessern, wie im Sport. Jeden Tag daran arbeiten. Das kriegst du nicht geschenkt. Du kriegst keine Gesundheit geschenkt, die fällt nicht vom Himmel, die musst du dir arbeiten, wie im normalen Leben. Ja, Geld verdienen, musst du dir arbeiten, musst deinen Dienst an die Menschen machen, ja, den Dienst am Leben, das ist einfach so meine Expertise mittlerweile geworden und deswegen poste ich auch so eine Bilder oder zeige mich jetzt hier so, weil die Leute sich das gar nicht vorstellen können, aber wenn ich meine Krankenakte zeige, ist halt so dick und von daher das ist auch bemerkt. Kann ich nur sagen, dass ich halt früh um 3 aufgestanden bin und von um 3 bis um 6 meditiert habe und dann diese ganzen Dinge getätigt habe. Weil ohne diese 3 Stunden Investition hätte ich nicht so viel Lebensqualität gehabt. Deswegen sag mal, individuell muss jeder für sich entscheiden. Manchmal reichen 10 Minuten. Guckt eure Genetik an, guckt euren Geist an, guckt euren Körper an. Wie ernährt ihr euch, wie denkt ihr? Und dann hast du auch ein Gefühl dafür, okay, wie viel Zeit, wie lohnt es sich für mich zu investieren? Aber generell im Spirituellen, was auch den Geist angeht, hast du, also die sagen alle, und das ist auch die Wahrheit, jeden Tag mindestens 1 Stunde, am besten gleich früh, weil früh sind wir halt noch nicht so viel mit unseren Ablenkungen zu Maschinerien in Kontakt gekommen, noch nicht so viel mit unserem Handy in Kontakt, noch nicht so viel Radio, noch nicht so viel negative Nachrichten gehört, weil überall ist Stress, ja. Und da ist der Geist noch nicht so gefüllt und durch die Meditation reinigst du, also du leerst deinen Geist damit wieder mehr rein, und automatisch kriegst du mehr Energie und dadurch hast du automatisch ein positiveres Mindset. Das ist so mein Geheimnis, auch was Heilung und so angeht. Denn wenn wir mal drüber nachdenken, ich habe gleich noch eine Frage an dich an der Stelle, wenn wir mal drüber nachdenken, wir sind ja eigentlich alles schaffende Wesen. Ne? Wir haben den Neokortex, um Entscheidungen zu treffen und Dinge zu erschaffen. Wenn wir jetzt also für den Tag, also die Entscheidung, wir können jetzt entscheiden, wollen wir reagieren, das heißt also wir antworten auf die Nachrichten, die du jetzt gesagt hast und so weiter, lassen uns bombardieren von den Impulsen von außen, dann reagieren wir auf diese Gedanken, die auf uns reinkommen, oder wir schaffen durch die Meditation unsere eigenen Gedanken und Emotionen und tragen die dann raus und tauschen uns dann aus. Das ist so das, was ich entscheiden kann. Jetzt, wenn du sagst, 3 Uhr, das ist ja für viele, ich meine, das ist erstmal schwer, das zu tun. Nee, das ist nicht schwer. Wie fängt man damit an? Das ist brutal hart. Das ist so brutal.
Nachts um drei aufzustehen, das ist das Brutalste. Es ist auch um vier oder und dann, und wissen, du stehst um sechs auf dem Bau und arbeitest schon. Also du arbeitest da schon. Nee, also ich bin um sechs losgefahren und ab um halb sieben. Aber trotzdem, das ist so brutal. Und vor allem im Winter ist es brutal. Also das ist eine totale Überwindung. Aber du kriegst halt Lebensqualität geschenkt. Du weißt, wo du herkommst. Ne? Wann bist du ins Bett? Naja, ich habe immer versucht, um neun schon... Das sind sechs Stunden und die reichen. Aber das ist ein Thema Schlaf, das ist ja auch, da könnte man irgendwie ein extra Video machen. Also ich habe halt auch die Erfahrung gemacht, klar, Leute, die, wenn man nach um 12 ins Bett geht, ist der Schlaf nicht so erholsam wie vor um 12. Ne? Also es ist viel erholsamer. Wie gehst du zu Bett? Hast du vorher noch zwei Stunden in WhatsApp-Nachrichten durchgeguckt? Ich hatte damals nicht mal so ein Handy, das ist ja schon auch 8 Jahre her, aber. Aber so ein Tipp, eine Stunde bevor man schlafen geht, nur noch, guck dir eine Serie an, guck dir eine Komödie an, lache, ja. Ess nochmal, ohne eine Suppe oder so, ja, oder einen kleinen Salat vor der Suppe oder so. Sag mal, dass man wirklich positiv und entspannt schlafen geht, ohne sich noch irgendwelche Gedanken über irgendwelche Diskussionen zu machen. Ne? Also vielleicht alles aufschreiben und erstmal. Genau, ne? Dankbarkeitstagebuch wäre zum Beispiel das Geilste, überhaupt, um runterzukommen. Das ist auch so ein Schlüssel. Und wenn du das ein-, zweimal machst und um drei aufstehst, dann schläfst du sofort am nächsten Tag um neun ein. Wenn du noch Kraftsport und alles sowas machst und aus so einer Richtung sowieso kommst, wo ich so krank war, dann ist das sowieso. Das ist trotzdem krass. Also das haben wir auch festgestellt. Mittlerweile brauchen wir mehr Schlaf und meditieren weniger. Ja. Also man kann sich dann schon fragen, okay, wenn nehme ich die Zeit her, nimmst du aus dem Schlaf. Das kann passieren, man muss es halt vor allem mal machen und auch über längere Zeitraum. Wann hast du das? Wann? Das ist auch eine wichtige Frage. Ja. Wir können ja genau mal zu sagen, was war bei dir, wann war bei dir so der Punkt, okay, ich fange jetzt damit an und ich merke dann schon ein bisschen was, ja, ich bin müde. Wann kommen zu den ersten positiven Effekte? Naja, die kommen eigentlich sofort. Okay. Also, wenn du halt 3 Stunden investierst und also 3 Stunden richtig gut investierst hintereinander, am besten so auch einrichten, ohne dass du da zwischendurch auf Toilette musst, ja. Kein Handy im Raum, kein Radio im Raum, kein Fernseher im Raum, dass du wirklich von den Strahlungseffekten auch so. Es geht immer um Energie im Leben. Alles hat positive und negative Wirkungen in dir und außerhalb von dir. Du musst da alles einrichten. Muss man erstmal ein bisschen verstehen und ein Gefühl dafür kriegen, was einem auch nicht gut tut. Ne? Ja, was war die Frage nochmal? Ja, wann waren deine ersten positiven Effekte? Die waren sofort da. Ja. Sofort. Wenn es dir so schlecht geht und dann halt so eine geilen Tools wie von dem, so einem Katharsis-Seminar und an gesprochene Meditation mitkriegst und selber in der Stille meditierst und das irgendwie einfach für dich aufteilst und hast sofort einen Effekt. Also die Lebensenergie wird sofort angehoben. Mhm. Und also du hast das ist vor Jahren, wo es dir schlecht ging. Du hast natürlich auch ein Ziel vor Augen, du hast eine Aufgabe, du hast eine Verantwortung. Das bringt auch Energie, du richtest dich ja auch dadurch im Geist ganz anders, also richtest dich ganz anders ein und dadurch ist schon auch Energie da. Ja? Wenn du jetzt zum Beispiel, würdest heute einen Anruf kriegen von, keine Ahnung, sagen wir mal, ihr würdet jetzt einen Anruf kriegen von Tobias Beck. Ja? So, jetzt haben wir 16 Uhr, ihr würdet in einer Stunde einen Anruf kriegen, ey, pass auf, heute Nacht um 1 sprecht ihr, keine Ahnung, auf irgendeiner Bühne vor 2000 Menschen, ihr habt sowas vorher noch nie gemacht. Ey, da geht sofort in dir eine Uhr los. Da ist sofort Energie da. Du hast zwar übelst Schiss, aber du bleibst wach. Du würdest niemals auf die Idee, ey, jetzt muss ich ja noch schlafen oder jetzt muss ich noch. Es geht um die Verantwortung im Leben. Ne? Verantwortung, zielgerichtet, wo dein Herz sinkt, bringt sofort auch Energie und du freust dich. Du hast Lebensqualität. Du gehst jetzt dahin, hast nachts mal einen Auftritt bei Tobi Beck als Beispiel so. Ne? Nur als ganz grobes Beispiel ist. Weil Beispiele sind mal besser zu verstehen. Ne? Und dann um 3 Uhr wieder aufstehen. Also um 1 Uhr auf die Bühne und um 3 Uhr wieder genau. weil Tobi dann sagt, um 4 Uhr für den nächsten Auftritt, garantiert brauchst du keinen Schlaf. Und er sagt zu dir noch, kriegst 10.000 Euro pro Auftritt pro Nase. Hast du sofort Energie und bist sofort hier so ein 100, also hundertprozentig, geht in dir eine richtig geile Energie los. Ja. Weil du richtig Verantwortung spürst. Krass, wie das funktioniert. Das ja. So kann man den Geist auf Mindset auch einstufen. Ja. Und ich würde sagen, wir gehen wir dann auch weiter ins nächste Video. Sagen an der Stelle auch mal Tschüss und danke, dass ihr da seid.
Es war richtig geil, aber von deiner Seite aus die Meditation zu hören, das hat für mich auch gleich einen Impuls noch mitgenommen, da was zu machen. Vor allem wieder länger zu meditieren. Und ansonsten, wir hauen alle Links rein, ihr könnt uns da weiter verfolgen und wir freuen uns aufs nächste Video. Bye.